Hallo No Man's Sky, willkommen in einer neuen Folge vom Glitch Building. Und heute wollen wir einen runden Raum bauen. Ich hatte hier schon einmal angefangen gehabt. Leichte Probleme mit dem Mikrofon hatte ich und dementsprechend machen wir das Ganze nochmal. Ich werde das jetzt hier alles mal entfernen und bin dann gleich wieder für euch da. Ja, willkommen zurück. Ich habe das jetzt immer hier entfernt. Ich hatte etwas überlegt, ob ich das euch zeige, wie ich es entferne. Aber ich denke, ihr habt ein Recht darauf zu sehen, dass ich es auch wirklich entfernt habe und das nicht irgendwie ein Schnitt ist von einem anderen Stream. Und dementsprechend, dass wir es tatsächlich dann auch richtig aufbauen. Gut, dann beginnen wir. Mit einem zylindrischen Raum. Jetzt bauen wir dreimal übereinander. Nehmen wir eine Kuppel. Und nehmen gleich noch ein Fenster. Wenn wir hier hin, weil dadurch im Dach oder in der Kuppel eine Lücke entsteht, wodurch wir Dinge, die wir dort drinnen bauen wollen und nicht richtig sind, oder auch die richtig sind, aber jetzt nicht mehr gebraucht werden, wieder entfernen können. Dann suchen wir uns den gegenüberliegenden Punkt von unserem Weg und wechseln in die Technologie, spezialisiert Landwirtschaft und nehmen das Gammagras. Das Gammagras hilft uns natürlich nicht, um das hinzubekommen. Wir brauchen eigentlich den Hydrokulturtrog, den großen, den wir natürlich so hier nicht bauen können, wie ihr seht. Den kann ich hier nirgendwo hinstellen. Aber mit dem Gammagras können wir das ändern. Gut. Dann die nächste Position, die wir benötigen, wäre die nächste freie. Die hier ist nicht frei. Das wäre diese. So, wenn wir dann alle verbunden haben, und zwar alle auf den ersten, nehmen wir alle anderen auch wieder weg. Kabel müssen wir natürlich lassen. Oh, was ist da passiert? Wir setzen aber neu hin. Jetzt hatten wir den Trog hier stehen. Und um das hinzubekommen, brauchen wir den Trog eine Position weiter. Das wäre diese hier.
Also nur um einen versetzen. Jetzt der nächste wäre dann wieder gleich der nächste freie Platz. Man die richtige Pflanze genommen hätte, wäre das vielleicht sogar gegangen. Jawohl. Wieder den nächsten. Und einen brauchen wir noch. Jetzt wieder die Kabelverbindung. Gut. Jetzt müssen wir nicht alles einzeln wegnehmen. Wir können alles zusammen wegnehmen. Das Einzige, was übrig bleibt, sind die Kabel, die verlegten. Indem wir die Kuppel wegnehmen. Und die zylindrischen Räume. So, jetzt haben wir hier einen Strahl von Moment, 2, 4, 6, 8. Und wechseln jetzt in die Struktur. Bei diesem Kabelglitch ist es so, dass die Platten auch auf die Kabel draufgelegt werden können. Das heißt, wenn es nicht funktioniert, würde die oben drauf liegen. Und das wiederum könnte jede x-beliebige Position sein. Was wir natürlich nicht gebrauchen können und schon gar nicht wollen natürlich. Aber diese Platte werde ich jetzt einmal legen. Und zwar so. So. Entfernen das hier und nehmen uns eine Kabelbox. Nein, eine Leuchtbox. Lichtbox, wie heißt sie doch gleich? Lichtbox, genau. Gut, die stellen wir uns jetzt hier hin. Können wir die Platte hier unten auch schon wieder wegnehmen? Die brauchen wir nicht mehr. Und dann fangen wir an. Oh, die Farbe stimmt. Und gehen jetzt zu dem Kabel. Gut.
Leider haben wir den kürzesten Strahl gerade erwischt, auf den es liegt. Normalerweise würde jetzt hier das Kabel genau in der Mitte, und zwar in der Höhe von der Mitte und auch von der Länge in der Mitte herausschauen. Bei den anderen ist es der Fall, aber bei der kürzesten haben wir nur die Chance, es zu kontrollieren, und zwar über die Diagonale. Das heißt, ein Strahl, ein Kabel schaut genau auf der Ecke, in der Mitte, in der Höhe von der Platte heraus und zeigt exakt in die Mitte. Dann haben wir auf jeden Fall die richtige Platte erwischt, also den richtigen Strahl, und bauen uns jetzt 4, 4 in jede Richtung. Und damit wir das auch korrekt überprüft haben, zum Schluss sollten wir genau auf den Strahl gucken, wenn wir die Platte wegnehmen, um zu sehen, dass dieser Strahl auch wirklich hier rauskommen würde. Ansonsten wäre es ein wenig ärgerlich. Jawohl. Da haben wir den Strahl und den nehmen wir auch gleich wieder weg, damit wir nicht versehentlich noch einmal genau dort anbauen. Wäre nur unnötige Mühe gewesen. So. Nehmen wir aufs Kabel. Okay. Dann haben wir die zweite. Und so wie ich es euch versprochen habe, ein Kabel guckt genau in der Mitte, Höhe und Mittellänge raus. Dann haben wir jetzt hier den nächsten Strahl. Weiter bauen bis dahin oder wie bis dorthin können wir jetzt hier erstmal nicht. Das kommt gleich.
Zum Schluss noch die Platte entfernen und den Strahl. Und wie ihr seht, ist das wiederkehrend. Das passiert jetzt bis zum Schluss, bis wir den Kreis vollständig haben.
So, da das hier genau die letzte Platte ist und entsprechend hier die Platte ist, die uns noch fehlt, machen wir das jetzt mal auf diese Art. Dann kann ich euch auch gleich zeigen, dass es mit dem Strahl funktioniert, den wir da aufgebaut haben. Weil das ja übereinstimmen muss, so wie bei den anderen. Wie wir sehen, ist das genau der Punkt, den wir brauchten. Und dann legen wir jetzt noch die restlichen Platten rein. Hier können wir darauf verzichten, da wir ja schon hier hinten eine haben. Gut, haben wir schon kontrolliert. Das können wir jetzt hier erstmal soweit weglassen. Ne, das lassen wir erstmal mal stehen. Obwohl, das können wir uns jederzeit wieder hinstellen. Das nehmen wir erstmal weg. Als nächstes bauen wir uns jetzt hier die Platten an, die wir anbauen können. Thank you.
So, dann haben wir jetzt die letzte Platte, die wir einsetzen müssen. Dann hätten wir unseren perfekten Kreis. Und würde dann heute erstmal beenden und wir würden in der nächsten Folge weitermachen. Wahrscheinlich drehe ich die jetzt gleich im. Oder ich nehme die gleich auf im Anschluss. Nur ich teile es auf in zwei Teile, weil das doch ein bisschen länger dauert. Und ich weiß nicht, ob ihr so lange tatsächlich gucken wollt. Und wer schon weiter ist, ja. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine Bewertung, ein Kommentar oder ein Abo dalassen wäre sehr schön, würde ich mich freuen. Und dann würde ich mich für heute erstmal verabschieden. Ciao!